Gestern Abend tat es natürlich weh, aber wir kennen das, in so einem Turnier muss es immer weitergehen. Und wir haben ja gestern ganz, ganz viele Sachen gut gemacht. Sicherlich wäre es schön gewesen, wenn wir uns alle belohnt hätten, mit einem Sieg da rausmarschiert werden. Aber wir haben, glaube ich, gestern ein Handballspiel, zwar mit Fehlern gesehen, aber auf einem hohen Niveau. Und das macht uns doch Mut. Gerade da müssen wir erfahrene Spieler helfen, weil wir haben eine Menge Spieler dabei, die es nicht kennen. Für die jetzt vielleicht das Turnier im Kopf ganz kurz vorbei war gestern schon. Aber wir wissen alle, was Deutschland schon mal erreicht hat und dass man da in der Vorrunde oder so auch mal verloren hat. Ich glaube, die Gruppe ist sehr eng, da wird noch eine Menge passieren können. Aber wir wissen schon, dass man mit zwei Niederlagen nicht mehr eine riesengroße Chance hat, weiterzukommen. Und deswegen geht es um viel. Wir wissen, wie gut die Spanier sind. Wir hätten gerne morgen ein Kann-Spiel gehabt. Jetzt haben wir ein Spiel, was wir gewinnen sollen. Ist ja du und da oder alles oder nichts. Also ich glaube, dass wir uns da keine großen Gedanken machen und uns bewusst sind, dass wir fürs Weiterkommen wahrscheinlich jetzt die nächsten drei Spiele gewinnen müssen. Und damit wollen wir morgen gegen Spanien beginnen. Die Spanier sind jetzt bislang im Turnier auch noch nicht an ihrer Topleistung angelangt, so wie ich das gesehen habe. Wir haben auch noch Steigerungspotenzial. Fakt ist, dass die Spanier mit Weltklasse-Spielern ausgestattet sind, die auch auf dem Niveau schon alles mitgemacht haben. Und in den letzten Jahren war es mal so und mal so in den Spielen gegen die Spanier. Es wird wichtig sein, dass wir gegen die offensivere Deckungsvariante der Spanier da schaffen, auch die Räume so zu kreieren und das Spiel vorher so wegzuziehen, dass wir dann auch wieder unsere starken Spieler im 1 gegen 1 einsetzen können, wie wir es gestern oft geschafft haben. Und dann können wir da auch erfolgreich sein.